Grüß Gott, Johannes Wildner, der Wanderer vom Eichhorn, begrüßt Sie ganz herzlich zu unserer gemeinsamen 311. Eichhorn-Wanderung am Dienstag, dem 26. Jänner 2021. Sie sehen, ich bin nicht am Eichhorn, sondern im MDW-Büro hier am Webernplatz. Hinter mir der Sachhaufen, aber hinter mir auch ein Plakat von Fidelio. Sie erinnern sich, 2019 haben wir ja quasi als Vorbereitung zum Beethoven-Jahr in unserer Babenberger Opernburg in Gas am Kamp den Fidelio aufgeführt. Hier sehen Sie die Türe in die Freiheit. Das Tor zur Freiheit ist geöffnet. Ja, 2020 war dann das Beethoven-Jahr. Sie erinnern sich, 250. Wiederkehr des Geburtstages, 16. oder 17. Dezember 2020 haben wir das gefeiert. Jetzt ist das Beethoven-Jahr vorbei, aber heute dürfen und sollen wir sogar einen kleinen Epilog zum Beethoven-Jahr gestalten, nämlich heute vor 223 Jahren, am 26. Jänner 1798, ist Christian Gottlob Neefe verstorben. Neefe war eigentlich ein Sachse, er kam aus Chemnitz, hat eigentlich Jura studiert, hat aber immer gerne musiziert, Orgel, Cembalo, Klavier, natürlich hat er komponiert, er war Kapellmeister. Er hat übrigens eine sehr interessante Dissertation geschrieben, sein Thema war: Darf ein Vater seinen Sohn enterben, wenn er zum Theater geht, also wenn er Schauspieler wird? Damals schon ein wichtiges Thema, wie verbinden sich bürgerliche Gesellschaftsschichten mit den künstlerisch tätigen Menschen und umgekehrt. Ja, Neefe wurde der erste und damit wahrscheinlich mit Abstand bedeutendste Lehrer von Ludwig van Beethoven. Neefe hat Beethoven nicht nur erzogen, Kontrapunkt, Komposition, Klavierspiel, er hat ihn auch sehr geprägt. Neefe war ein sehr freier Geist, er war aufklärerisch orientiert, er war natürlich Freimaurer. Als die Freimaurerloge dann geschlossen wurde, verboten worden ist, hat er als Gründungsmitglied die Lese- und Erholungsgesellschaft Bonn gegründet. Und diese Lese- und Erholungsgesellschaft, die natürlich eine verdeckte freimaurerische Organisation war, die hat bis zum heutigen Tage Bestand, die gibt es immer noch. Neefe hat Beethoven konfrontiert mit den Ideen der Aufklärung, mit den Ideen der Befreiung des Menschen vom Joch der Unterdrückung. Und wenn wir heute das Werk Beethoven sehen, dann sehen wir eigentlich auf Schritt und Tritt diese Prägung seiner Jugendzeit, diese Erziehung im Hause von Christian Gottlob Neefe. Neefe selbst ist leider nicht so alt geworden, er ist eben 1798 verstorben, kaum 50-jährig, wenige Tage vor seinem 50. Geburtstag. Aber wenn wir heute Neefe in Erinnerung haben, dann haben wir damit die Wurzeln des Freiheitsdranges, der Freiheitsliebe und der Hinwendung zu den Idealen der Aufklärung seines Schülers Beethoven vor uns. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen schönen Dienstag.